Modemacher bei der Arbeit. Beim Tanzen lässt sich Friedemann Vogel für seine Kollektionen inspirieren. Musik und Kostüme haben ihn schon fasziniert, als er mit 6 Jahren in die Ballettschule kam. Heute entwirft der Weltklasse-Tänzer Kleider. Kleider zum Träumen und für den großen Auftritt. Wer ein solches Kleidungsstück trägt, soll in eine andere Rolle schlüpfen. So wollen es Friedemann Vogel und sein Partner Thomas Lempertz. Die Kunst oder der Background vom Theater gibt uns die Energie und auch die Ideen für diese Kleidungsstücke, die wir machen. Und wir betrachten das mehr als Kunst, als Mode. Für uns ist es eher eine Kunstform, die wir machen. Seit 4 Jahren sind die beiden Goldknopf-Couture. Angefangen hat alles mit dem Ende von Thomas Lempertz' Ballettkarriere. Im Alter von 28 Jahren suchte der erste Solist des Stuttgarter Balletts nach einer neuen Aufgabe. Zusammen mit seinem langjährigen Lebenspartner entdeckte er das gemeinsame Interesse für Knöpfe. Wir sind hier schon länger Kunden gewesen, hier in dem Geschäft, und fanden das schon immer sehr interessant. Das war immer sehr geheimnisvoll hier und man hat doch sehr viele Sachen entdecken können hier. Und das Geschäft sollte eigentlich zumachen. Und dann, da ich im Moment da nichts hatte, habe ich doch kurz entschlossen, mit dir zusammen das Geschäft übernommen. Wir haben uns praktisch in die Knopfbranche reingestürzt. Mit den Knöpfen kam die Mode. Dieses Bolero-Jäckchen ist über und über mit Leinenknöpfen besetzt. Thomas Lempertz und Friedemann Vogel liefern Ideen. Eine professionelle Schneiderin setzt sie um. Ihre Kreationen sind nicht nur für eine Saison gedacht. Sie sollen Lieblingsteile für viele Jahre sein. Die Modemacher orientieren sich nicht an Trends, sondern an dem, was sie als Tänzer erleben. Also nach einer Vorstellung bin ich immer wahnsinnig aufgewühlt, wenn man da so auf der Bühne stand. Und dann können wir nachts eigentlich meistens eh nicht schlafen und dann arbeiten wir einfach. Und da kommen eigentlich die besten Ideen dann auch. Weiblich, glamourös und trotzdem tragbar. So soll die Mode sein. Und einzigartig. Goldknopf-Couture produziert keine Mode von der Stange. Ein Rock kostet mindestens 300 Euro. Ein Kleid ist für rund 1.000 Euro zu haben. Kleine Auflagen für exklusive Kunden. So haben die beiden Designer neben dem Kleidermachen immer noch genug Zeit zum Tanzen.